Ja, hallo zusammen zur letzten Folge für diese Woche. Wir gehen noch mal hier unten rein, wo ich ja beim letzten Mal bei den Spinnen ganz dezent verreckt bin. Und ich möchte das aber noch mal probieren. Auch wenn ich jetzt noch mal drauf gehen sollte, das ist mir egal, weil ich glaube, dass das hätte klappen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde es jetzt einfach nochmal probieren. Mehr als EP kann ich nicht verlieren. Ne, falsche Richtung. So, hier müssen wir lang. Dann müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger sein. Warum ich das Gold mir hier nicht greifen kann, ist mir ein Rätsel, aber okay. Schnauze hier, blöden Spinnen, weg. Immer in Bewegung. Ah, Vorsicht. Ja, ist ja gut. Ihr seid die Besten. Komm, gib mir Hels, gib mir Hels, gib mir Hels, danke. Und lass mich da weg. Lass mich da weg. Lass mich da weg, ich will Hells, ganz schnell an Hells. Kriegen da ganz gut Prügel, muss man mal so sagen. Ich glaube schon, dass wir da eine Chance hätten, wenn das nicht ganz so viele wären. Wir sollten erstmal versuchen, die Kleinen ranzupullen. Würde ich jetzt erstmal so sagen. So, die ist auch platt. Ach, der spawnt die immer neu, der Sack. Wieso verliere ich eigentlich Mana? Kann man das meiner verraten? Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn das jetzt wieder nichts wird, ist das so. Aber ich wollte es jetzt noch mal einfach mal probieren. Ja, er spawnt die neu. Warum? Warum? Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Hau ab da. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, wir lassen das. Das ist, glaube ich, relativ sinnbefreit. Ich dachte, ich hätte eine Chance, aber dadurch, dass da die anderen Spinnen auch mehr oder weniger zu stark für mich sind, macht das relativ wenig Sinn. Ich dachte ja, vom Damage her würde ich glaube, ich habe auch bei der großen Schaden gemacht, aber selbst die kleinen sind ein Problem in der Menge. Okay. Ein Versuch war es wert. Scheiß auf die IP, die ich da jetzt verloren habe. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Denn erkunden wir einfach weiter die Gegend. Beziehungsweise das Level. Ja, so zum Abschluss der Woche. Aber ich konnte es nicht lassen, es noch mal zu probieren. Versuch war es wert. Könnt ihr sagen, dass das dumm war? Ja, war es wahrscheinlich, aber ich konnte es nicht lassen. Hallo. So. Okay. Okay.
So. Hier ist ja auch mal richtig Party, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das ist alles relativ entspannt. Müssen auf jeden Fall noch Damage und Widerstände hochballern. Das werde ich, glaube ich, in der nächsten Session werde ich mal gucken, welche Devotion Points wir da verteilen, wohin. Heute nicht mehr, jetzt nicht in der letzten Folge. Nehmen da aber auch gerne... Was ist das denn hier? Wohin geht das? Okay, nee. Da kommen wir halt wieder raus. Opa, Appa Kyrast, okay. Aber ich glaube, wir kamen ganz hinten in der Ecke runter. Ach, kommt schon, Freunde. Ihr wollt doch nicht wirklich. Das wollt ihr eigentlich gar nicht. Eigentlich wollt ihr das nicht. Siehste, ich habe doch gesagt, ihr wollt das eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt noch mal hier lang. Hier haben wir auch noch ein Stück weit schwarz gelassen. Also von der Map her. Aber es ist auch nur am Ende so ein normales Gedöns. Ist da noch irgendwie ein Durchgang oder so? Habe ich da irgendwas übersehen? Nee, oder doch? Hier ist noch ein Weg. So ein dezenter Geheimweg. Gucken, auf was wir hier treffen. Wieder Spinnen. Warum der jetzt so geheim war, weiß auch niemand, ne? Weil hier ist ja nichts. Das ist ja toll. Am Ende eine Kiste mit Schrott. Aber Hauptsache, wir machen den Weg gemein. Geheim, nicht gemein. Ne, da geht's nicht lang. Nehmen die 4 wieder an. Wir wollen ja dahin. Ich würde sagen, ganz bis nach unten. Ja, so machen wir das. Tüdelüdelü, wo geht's hier hin? Auch Apakyras oder Kura Bla hast du nicht gesehen. Das ist aber was anderes. Das eine ist mit Bazar und das andere ohne. Egal, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Und eine Etage tiefer. Werden das vermutlich beim nächsten Mal sowieso nochmal neu machen müssen. Aber egal. Ein bisschen EPs, die ich jetzt auch gerade ja eben verloren habe. Müssen wir denn hier... Ja, hier müssen wir, glaube ich, irgendwas finden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Kiste. Aha. Hier haben wir ja das, was wir gesucht haben. Okay. Dann fehlt uns jetzt noch eins. Und irgendein komisches Buch. Hier war sonst auch nichts weiter. Nö. Okay. So.
Dann gehen wir erstmal. Ich würde sagen, nee, falsch. Ich würde nochmal nach oben links in die Ecke gehen, weil das ja anders hieß als dieser Ausgang hier, der gleich kommt. So, hier ist der Kyras Bazar. Ne, ich glaube, das andere hieß. Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal. Derweil trinke ich einen Schluck Kaffee. Gegner sollten uns jetzt erstmal nicht entgegenkommen. Wo war denn das jetzt? Ich dachte, hier war noch einer. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hä? Bin ich doof? Ne, da. Dann hier lang. Gucken, wo wir da oben rauskommen. So. Okay, wir gehen da mal hoch. Ach, herrje, Freunde. Da kommen sie gleich alle angepisst und wollen nerven. Okay. Ich würde sagen, umsonst genervt. Aua, was soll denn das? Wer hat mir da so einen reingeballert? Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Aha. Alter, was tut denn da immer so weh? Das sind keine Bosse, Freunde. Ich glaube, wir müssen da echt... Oder ich werde mir das nächste Mal die Resistenzen anschauen müssen. Weil wir kriegen hier ganz schön Prügel. Es macht jetzt keinen Sinn mehr, das diesmal zu machen. Aber insgesamt macht es Sinn, sich das mal anzuschauen, dass wir da mal die Punkte verteilen. Und ich würde die da, glaube ich, sehr, sehr gerne im defensiven Bereich setzen. Ich denke, dass das Sinn macht. Weil sollte ich wirklich auf die Idee kommen, hier nochmal in andere Schwierigkeitsgrade zu gehen, das weiß ich halt noch nicht, dann ein 4-Socket nehmen wir mal mit hier, dann sollten wir da auf jeden Fall die Resistenzen hochballern. Wichtig ist bei dem Char echt immer in Bewegung zu bleiben, weil viel einstecken kannst du nicht.
Ah, ist ein Boss. Das merkst du aber auch deutlich. Er macht nämlich ganz gut Aua, der Bursche. Könnte ich mal Hells aufladen? Arschlochvieh. Oh, wow, 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 wow. Ja, gut, vergiftet die Sau. Was für ein Drecksackkerl. Was hat er denn gedroppt? Das ist... Nee, das ist das nicht. So, das hier. 243 Armor. Weniger als das, was wir gerade tragen. 45... Oh. Ja, wir würden Damage flöten gehen. Lass mal eben gucken. Aber wenn ich gucke, die 26% Elemental Resistances sind mal ziemlich gut. Und irgendein Skill, den wahrscheinlich kein Mensch braucht. Aber ich glaube, ich nehme die Resistances gerade mal mit. Ja, wir probieren das mal. Achso, das ist dieses hier. Ja, wir sind... macht in der Hauptsache ja 42% Lightning Damage. Aber egal, wir brauchen Resistances. Mal gucken. Nee, Schwachsinn. Wir haben hier wieder noch einen Punkt, den wir nicht vergeben haben. Den würde ich ganz gerne in Strength setzen. Wir haben jetzt 75%, 64, 64, 80% Gift. Durchschlag haben wir 18%, ist eindeutig zu wenig Blutung, müssen wir dann arbeiten. Ja, Vitality Damage ist auch mal ganz schön scheiße. Stunning ist okay, aber hier Chaos ist auch kacke. Aber gut, soll nicht mehr das heutige Thema werden, kümmere ich mich in der nächsten Woche darum. Vielleicht machen wir das auch zusammen, dass ihr euch an... Weiß ich noch nicht. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuschauen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.